Der Weg nach oben ist alles andere als leicht. Das gilt wohl in allen Bereichen des Lebens, aber natürlich auch und besonders beim Klettern. Noch dazu, wenn man eine geistige oder körperliche Behinderung hat. Dennoch wird diese Sportart gerade bei Menschen mit einem ebensolchen Handicap immer beliebter. Und so wurde vor kurzem ihr lang gehegter Wunsch nach einem offiziellen Wettbewerb endlich erfüllt. Naja, mein Job ist Sport und ich mache nur Sport mit Behinderten und ich habe im Moment 40 Kletterer, die mit den Hufen gescharrt haben und einfach klettern wollten und dann muss man einen Wettkampf machen. Also es war jetzt gar nicht meine Idee, das kam von den Behinderten selber, dass sie gesagt haben, wir wollen einfach uns mal messen mit anderen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, dann machen wir das halt. Und so gingen im Kletterzentrum Kaufbeuren-Gablonz über 80 Teilnehmer aus ganz Deutschland beim bundesweit ersten Kletterwettbewerb für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung an den Start. Der Modus war dabei denkbar einfach. Wir haben hier heute 8 Wettkampfrouten vom Bereich 3 bis 7. Alle Wettkampfrouten können geklettert werden, müssen aber nicht geklettert werden. Jeder Kletterer sucht sich sein Niveau raus und wird auch in seinem Niveau gewertet. Das heißt, wenn jetzt einer potenzieller Viererkletterer nur ist, dann startet er hier mit allen teilnehmenden Viererkletterern um eine Medaille. Geht noch um den Zeitmodus eben. Jeder Athlet hat 5 Minuten maximal Zeit für eine Route. Und wenn er schneller ist, dann entscheidet auch die Zeit, wie hoch er kommt und wie schnell er ist letztendlich. Organisiert wurde dieses Event von Special Olympics Bayern, der Sportorganisation für Menschen mit geistiger Behinderung im Freistaat, in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Ostallgäu und dem Deutschen Alpenverein Sektion Kaufbeuren-Gablonz. Special Olympics Bayern und auch Special Olympics Deutschland hat heute die bekannten olympischen Sportarten, aber Klettern ist oder wird ja olympische Sportart und natürlich wollten wir da nicht hinten stehen mit unseren Athletinnen und Athleten. Alle haben sich wahnsinnig bemüht und die Leistungen sind da wirklich, muss ich sagen, sehr, sehr lobenswert, anerkennenswert. Aber was dazu kommt, ist dieses Gemeinschaftsgefühl, das hier auch in dieser wunderschönen Anlage hier stattgefunden hat. Und das ist etwas, das kann man nicht verordnen. Das ergibt sich bei unseren Athletinnen und Athleten. Diese ganze Anlage haben wir aufgebaut für einen Breitensport gedacht. Also jetzt nicht, dass die Extremkletterer hier, die können auch klettern, aber für die ist es auch da. Aber der Normalkletterer, der soll sich hier zu Hause fühlen und dementsprechend haben wir gedacht, Mensch, das ist genau die richtigen Menschen sind es, die hier dann klettern können und den Wettkampf haben können und deswegen sind wir froh, dass das jetzt so klappt. Für die behinderten Kletterer, die in den beiden Disziplinen Top Rope und Einsteigerwettbewerb antreten konnten, war das gegenseitige Messen unter Wettkampfbedingungen eine ganz besondere Erfahrung. Die Atmosphäre und ja, dass man halt angespannt ist und ja, ist einfach schön, dass man mit anderen Beschäftigten klettert und so weiter. Es ist einfach schön hier. Es gefällt mir gut, weil es abwechslungsreich ist und man lernt viele Leute kennen aus verschiedenen Einrichtungen. Und das macht mir einfach Spaß, da mitzumachen. Zur Belohnung gab es für die Besten natürlich wie bei Olympia Gold-, Silber- und Bronzemedaillen. Die Wertung erfolgte altersübergreifend in entsprechenden Leistungsgruppen. Nicht nur beim Blick in all die glücklichen Gesichter war dieser Wettbewerb auf jeden Fall eine richtig gelungene Sache, die aber trotzdem noch viel Verbesserungspotenzial bietet. Ja, da gibt es noch viel, was ich mir wünschen würde. Ja, mehr Öffnung, mehr Vereine, die das so hier unterstützen würden, wie jetzt hier in Kaufbeuren. Ich würde mir ganz arg wünschen, dass die Politik sich da auch ein bisschen mehr einschaltet. Jetzt gar nicht in Geldern, sondern dass wir gesellschaftlich das mehr gefördert bekommen vom Freistellung unserer Behinderten, von der Schule, von der Arbeit, dass wir da einfach eine einheitliche Regelung finden. Da gäbe es noch einiges zu tun. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg und wir brechen das von unten auf, weil ich glaube, von oben kommt so schnell nichts. Der Weg geht also weiterhin von unten nach oben. Und das Schlusswort gebührt nun dem Präsidenten von Special Olympics Bayern, der sich für die Zukunft eines wünscht. Es gibt ja den Ausdruck Inklusion. Ja. Inklusion ist so dahingesagt. Mein Wunsch wäre Inklusion leben, im täglichen Leben. Dann wäre so vieles einfacher.